Mehr als 1600 Zuschauer in der Halle Bergfidel freuten sich auf den Heimspielauftakt ihrer USC-Damen gegen den Westrivalen Alemannia Aachen. Eine gute Besucherzahl, die sich die USC-Damen aufgrund des guten Abschneidens in der letzten Spielzeit auch wahrlich verdient haben. Und das Team wollte den Fans gegen Aachen etwas bieten. Wir sind im ersten Satz. Hanna Kutura mit dem 8:6 für den USC Münster. Die Außenspielerin wie schon in Köpenick mit starker Leistung. Das Team von Axel Düring hielt den Vorsprung bis zum Satzende. Die Aachenerinnen zeigten sich jedoch kämpferisch und steckten nie auf. Den mitgereisten Schlachtenbummlern konnte das durchaus gefallen. Die Qualität der Münsteranerin an diesem Tag: Nervenstärke. Ein Satzball beim Stand von 24:23 und er wird auch genutzt. Die US-Amerikanerin Ashley Benson macht's. Münster glänzte zwar nicht, aber immer wenn das Angriffsspiel variabel aufgezogen wurde, war Aachen in der Abwehr chancenlos. Und die Gäste hatten auch ihre liebe Mühe, die Partie langfristig ausgeglichen zu gestalten. Im zweiten Satz gelang dies bis zur 14:15 Führung für die Aachenerinnen, doch dann nahm der USC-Express wieder Fahrt auf. Abermals punktet hier die starke Hanna Kutura. Und Ines Baden machte dann den Deckel drauf auf den zweiten Satz, der dank eines tollen Schlusssprints letztlich klar mit 25:17 an den USC geht. Den Münsteranerinnen selbst war es auch zu verdanken, dass im dritten Satz nochmal so etwas wie Spannung aufkam. Die Schwarz-Gelben nicht mit der Qualität Münster ernsthaft zu gefährden, doch das Team von Axel Büringen leistete sich nun ein paar Unkonzentriertheiten. 23:23, der Stand. Lonneke Slotjes punktet für die Unabhängigen. Slotjes ebenfalls mit starkem Auftritt wurde als wertvollste Spielerin ausgezeichnet. Die Gastgeberin jedenfalls jetzt mit dem Matchball und der Angriffsversuch Aachens misslingt. Der Ball ist im Aus. Der zweite 3:0 Erfolg, ein toller Auftakt für den USC, den die Libera Linda Dörndahl jedoch nicht überbewerten möchte. Ich glaube, aus den zwei Spielen kann man jetzt noch nicht so viel machen. Waren jetzt nicht die extremen Gegner, aber natürlich ist es auch schwierig, in Köpenick zu gewinnen, 3:0. Und auch hier hat man ja gesehen, wir haben uns doch relativ schwer getan. Besondere Freude herrschte bei den Münsteraner Damen, dass trotz vieler anderer Attraktionen so viele Fans den Weg zum Heimauftakt gefunden haben. Sehr schön. Ich habe früher im Emmigheim gespielt und habe ich auch schön gehört, dass ja, in Münster, das ist so geil, da zu spielen. Und jetzt stehe ich hier und das ist wirklich sehr, sehr cool. Ja, ja, so macht es natürlich viel, viel mehr Spaß, als wenn hier 800 Leute in der Halle sitzen. Von daher kommt alle wieder gerne und ja,